Unsympathisch TV, Varian und Trimax sind drei der größten YouTuber Deutschlands. Gemeinsam sprechen sie im Podcast offline und ehrlich über ihr Leben und geben damit ihren Fans die Chance, sie besser kennenzulernen. Heute haben wir die Jungs im Trift-Interview. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja klar, ist doch gar kein Problem. Sehr cool. Wir wollen ein bisschen starten mit so einem kleinen Spiel. Das haben wir Fake News genannt. Und zwar haben wir da von jedem Einzelnen von euch so einen kleinen Fact rausgesucht, der entweder fake oder echt ist. Und die anderen beiden können dann mal raten, ob das stimmt oder nicht. Okay. Okay, sollen wir direkt mal anfangen? Gerne. Ja, der Flo, der hat früher Porno-Kommentare auf YouTube hochgeladen. Meint ihr, das stimmt? Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen mit Flo seinem Humor, wie er sie vorlesen würde und vortragen würde. Ich sag, das sind keine Fake News. Was sagst du, Max? Boah, ich war mal bei seinen alten Videos auch ein paar Jahre her. Ich würde mich, glaube ich, an Pornotitel oder irgendwie sowas erinnern. Ich sage, es stimmt nicht. Flo, willst du es auflösen? Da habt ihr aber einen richtigen Deep Dive gemacht. Ja, es stimmt tatsächlich. Das stimmt. Auf einem anderen Kanal. Ja. Auf einem anderen Kanal? Nehme ich mit. Bei Flo auf anderen, okay, aber auf einem anderen Kanal ist krass. Flo. krass. Du musst wissen, Max ist extrem schlecht in solchen Quiz-Dingern. Ja, also er hat noch nicht einmal gewonnen. Noch nicht einmal. seit vier Jahren verliere ich da alles. Aber auf aller Kanal ist krass, Flo. Das müssen wir gleich mal besprechen. Schreiben wir mal auf. Ja, ja. Hey, wir zählen hier auch keine Punkte, gell? Es geht nur darum, wie gut ihr euch kennt. Aber wir machen schon, das doch. 1-0 für Sascha, also das zählen wir schon mit. Okay. Max, deine Audioqualität ist so kacke, man hört dich nicht mal. Echt jetzt? Irgendwie komisch. Test. Man hört dich, ja. Ich glaube, deine Aufnahme klappt. Ich glaube, das ist Google Meet. Okay, gut. Okay. Die nächsten Fake News. Max heißt mit drittem Vornamen Kurt. Das stimmt nicht ganz, weil er heißt ja Kurt. Ah. also es ist auf Papier Kurt, ja, aber es ist wirklich Kurt. Kurt. Aber es stimmt, das ist keine Fake News. Ja, Maximilian, Alexander, Kurt, Stemmler. Ja. Ja, kennt ihr euch auf jeden Fall schon gut. Und der Sascha saß in seinem ersten YouTube-Video auf Klo. Ist nicht ganz, also ich bin da ganz korrekt und eigentlich stand er doch und hat sich die Zähne geputzt, oder nicht? Er stand. Er war im Badezimmer. Wenn ihr das meint, dann stimmt das. Aber er saß nicht auf Klo, oder? Was sagst du, Max? Ich würde sagen, das passt zu Saschas Humor. Erstes YouTube-Video vom Klo. Ich sag ja. Okay, der Flo hatte recht. Er stand und hat sich die Zähne geputzt. Ja. Auf der Toilette saß ich erst ich glaube zwei Videos später. Okay, ja, gut. Okay, gut. Ja, cool. Geil. Dann ist die Runde auch schon beendet. Ich habe jetzt keine Punkte gezählt. Was meint ihr, wer hat gewonnen? Ich habe auf jeden Fall verloren. Sascha und ich. Flo und ich haben gewonnen. Max hat nicht einen Punkt. Ist eigentlich auch egal, wer gewonnen hat. Hauptsache, ich habe verloren. Okay, toll. Ja, apropos Fake News, in eurem Podcast legt ihr auch mal eure Handys zur Seite und redet über Dinge wie Zwergelstern oder Russischunterricht in der Schule. Wie groß ist denn der Reiz, da mal die Aussagen von euren Kollegen einfach mal zu factchecken und zu googeln? Wie groß der Reiz ist und das Halbwissen, was wir umherwerfen, zu checken? Meinst du das? Boah, das machen die Zuschauer, glaube ich, schon. Ja, das machen die immer. Das ist so ein bisschen unser Konzept, dass wir einfach Sachen raushauen, über die wir gar keine Ahnung haben. Und da sollen sich dann die Zuschauer mit Wissen wahnsinnig zu Hause oder Zuhörer und Zuhörerinnen wahnsinnig drüber aufregen. Das ist so ein bisschen unser Ding. Okay. Auch gut. Ja. Was ist denn das Peinlichste, was euch in eurem Podcast schon passiert ist? Vielleicht auch was noch keinem aufgefallen ist? Boah. Nee, das Ding ist, ich glaube, da bei mir persönlich ist es einfach nur, dass ich wahnsinnig doll aufs Klo muss. Also es war schon wirklich viermal kurz vor, ich mache mir in die Hose. Ansonsten peinlich, bei mir nichts. Ich denke, das ist so eine, ich kann mich auch an nichts erinnern. Was ich immer krass unangenehm im Vorab finde, ist, wenn wir gar keine Themen haben. Aber, und das ist dann, man schwitzt dann die ganze Folge über, dass man irgendwie diese Folge füllt. Es ist nichts Peinliches, aber es ist schwierig, das den Zuhörern und Zuhörerinnen zu verpacken, aber ich glaube, das kriegen wir immer ganz gut hin. Also es gibt immer ein ganz, also du musst dir das so vorstellen, wir treffen uns, es gibt ein ganz kurzes Vorabgespräch, da mache ich das Intro und dann hat
meistens jemand eine Geschichte, aber manchmal auch nicht. Und dann versuchen wir das irgendwie zu überbrücken, aber es klappt scheinbar ganz gut. Es hat noch nie jemand gemerkt. Ja. Ja, Profis am Werk. Mhm. Ja, Sascha muss immer wahnsinnig doll auf Klo, teilweise 10 Minuten. Und ich check's nicht. Er hüpft da rum, beißt seine Zähne zusammen, macht alles, steht auf. Ich check's nicht, unterhalte mich die ganze Zeit weiter und finde dann auch keinen Punkt. Das ist dann immer im Nachhinein, sagt der Flo, Alter, Sascha, musst du aufs Klo? Und ja gut, peinlich, habe ich nicht gemerkt. Schon. Ja. Ja, das ist der Grund auch, warum ich kabellose Kopfhörer habe. Einfach nur, damit ich aufstehen kann und dann anfange hier rumzulaufen. So. Ja. Vorm Spülen mutest du dann nochmal, oder? Nee. Ich nehme auch dann extra das andere Mikrofon, das steckt das extra vom Headset an, dass ich die, also dass ich die Jungs mitnehmen kann. Danke. Ja, seid euch auf jeden Fall nah. Verbringt ihr denn in eurer Privatzeit auch viel Zeit in den Medien oder seid ihr da auch lieber offline? Oh, ich glaube, ich würde gerne mal ein Ranking machen. Ich mache ein schnelles Ranking, glaube ich, wer am meisten und wer am wenigsten verbringt. Ich glaube, also, wenn wir reden nur vom Scrolling. Ich sage jetzt nicht irgendwie Twitch live sein oder irgendwie, das zähle ich jetzt noch nicht mit. Und ich glaube, am Scrollen bin ich am meisten. Ich könnte mir vorstellen, dann kommt Sascha und dann Max. Ich glaube, Max ist am wenigsten. Der ist wie eine Katze. Der ist einfach nur da, aber ist irgendwie, der findet da nicht statt. Der tweetet auch ganz wenig, der macht wirklich nur seine Ankündigungsstories. Aber ich glaube, am Scrollen bin ich am meisten. Dann Sascha, dann Max, würde ich sagen. TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, das will ich alles dazu. Also Twitch schauen. Wenn ich mir in 2 Stunden League of Legends Challenger Guide nach dem Stream reinpumpe, zählt das ja eigentlich auch, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Also ich bin kein Video von den ganzen Shorts und TikToks und sowas alles. Das versuche ich eher zu vermeiden, mir reinzuziehen. Aber so längere Sachen oder auch Serien gucke ich ja sehr viele. Wenn das da mit reinzählt, dann auch. Naja, das würde jetzt wiederum nicht zählen, würde ich behaupten. Okay, ja, dann wäre das nicht so viel bei mir. Aber ich streame auch immer. Ich habe die letzten 2 Tage 12 Stunden gestreamt, also habe ich gar keine Zeit für was anderes. Ja, deswegen finde ich das Ranking von Flo, bei Flo denkt man das gar nicht. Also ich bin schon auch ein bisschen am Scrollen, einfach auch nur wegen Instagram-Gruppen, in denen ich bin, wo die Leute halt Memes reinschicken, klickst du einmal auf eins, fängst du halt selber an, runterzuwischen. Ich gehe trotzdem mit dem Ranking von Flo jetzt erstmal mit, temporär. Okay, temporär. Ja, Flo, du bist auch der Einzige von euch drei, der eine abgeschlossene Ausbildung hat. Gibt dir das so ein bisschen sicher, oder? Ihr habt doch euer Studium abgebrochen, oder nicht? Ja, natürlich haben wir abgebrochen. Boah, was war deine Frage? Gibt dir das Sicherheit? Falls du mal keinen Bock mehr auf YouTube hast, dass du dann zurück in den Job kannst. Das Ding ist, man will gar nicht zurück. Also das ist so jetzt, das ist so der Nullpunkt. Darunter geht's gar nicht. Es geht nur noch, du kannst nur noch aufstocken. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, also jetzt mal wirklich, wenn du eine ernsthafte Antwort haben möchtest, ich glaube nicht, wenn jetzt Max oder Sascha oder ich, wenn wir jetzt, erstmal bin ich der Meinung, ich hoffe mal, das gibt jetzt nicht einen Schnitt in 10 Jahren, Schnitt und dann sieht man meinen Downfall. Ich glaube, du bist auch immer ein Stück weit vielleicht selbst schuld, ein bisschen. Ich glaube, du musst einfach nur weitermachen und ich glaube, wenn du wirklich so, also du musst schon sehr tief fallen, dass du zurück musst, aber selbst wenn es so wäre, dann wäre es nicht schlimm, aber ich glaube, du findest immer noch Fuß irgendwie in der Branche, einfach weil du so lange tätig warst darin. Dann bist du halt kein Streamer oder YouTuber mehr, aber arbeitest vielleicht irgendwie im Hintergrund oder so. Ich glaube, diese Sicherheit hat man, aber das ist auch so ein bisschen die Last der Selbstständigkeit, dass also zumindest bei mir, dass man immer so ein bisschen Existenzängste hat. Das gehört, glaube ich, bei vielen mit dazu. Das ist halt einfach dieser Trade, den man macht. Man kann angestellte Person sein, dann ist alles irgendwie, dann kannst du halt nur gefeuert werden, suchst dir eine andere Stelle. Aber als selbstständige Person hast du immer diesen Struggle, dass du einfach auch, ne, also bei Max, der hat einfach viele Leute angestellt. Sascha und ich zum Glück jetzt nicht so, aber wir haben dann irgendwie andere Sorgen. So, das gehört einfach mit dazu. Das ist ein Trade, den man eingeht, glaube ich. Und das ist auch okay. Ja. Ja, in dem Kontext hat auch der Matze.ui da aus der Community eine Frage gestellt. Und zwar, was würdet ihr denn arbeiten, falls es bei euch nicht mehr so laufen würde? Also die Frage geht auch nicht alle. Ja, kann ich direkt beantworten. Ich mache ja nächstes Jahr einen Burgerladen auf, dann würde ich dementsprechend Burger braten und zubereiten. Hätte ich kein Problem mit hier in Hamburg. Ansonsten habe ich auch 1,5 Jahre an der Kauflandkasse gearbeitet. Dann würde ich auch eventuell zurück an die Kasse gehen. Und dann, glaube ich, auch noch hätte ich gute Chancen für ein Fitnessmodel. Das heißt, wenn ich da, würde ich einfach ins Gym gehen, ein bisschen mehr trainieren und dann wäre ich noch Fitnessmodel ansonsten. Ich habe 3 Optionen. Das Fitness kannst du auch in Klammern setzen. Fitnessmodel oder Model.
Bei dir, Max? Ich würde in der Branche bleiben, im Marketing. Habe ich ja vorher auch studiert, Marketing und Werbepsychologie. Jetzt hat man da viel Erfahrung gesammelt. Also dann wäre ich hinter die Kameras, würde ich ja stattfinden. Ich glaube, ich habe da mal ein paar Mal mit meinem Bruder drüber gesprochen. Ich würde Physiotherapeut machen. Ich finde das so geil, wenn man Beschwerden hat, man kann hingehen, dir wird irgendwie geholfen und das will ich machen. Das finde ich gut, da sehe ich mich. Ich glaube, ich bin ein kräftiger Typ, der das machen könnte, der aber auch einfühlsam ist, da sehe ich mich so ein bisschen. Ja, ey, ich finde das eine geile Antwort. Ja, ist Antwort, gut, ich würde mich direkt von dir behandeln lassen. Du würdest wirklich diese Kraft mitbringen, die du bei mir nicht brauchst, weil du würdest mich durchbrechen sonst. Aber ja. Ich glaube wirklich, das ist eine gute Antwort. Danke. Sascha, du hast gesagt, dass deine Oma nichts von deinen Tattoos weiß. Weißt du, schaut denn der Rest deiner Familie deine Videos? Ich meine, dass vermeintlich ab und zu mal eine Aussage von meinem Dad, ja, nicht nur vermeintlich, sondern ab und zu kommen mal Aussagen von meinen Eltern bezüglich meinen Videos, dass da und da irgendwas passiert ist. Mein Dad hat auch Instagram, der weiß genau, was abgeht. Ich bin schon mal ins Wohnzimmer gekommen, da war ein Short am Start von Lazzo, da habe ich auch wirklich alles gesehen und gehört. Ich glaube, die wissen eigentlich ganz gut Bescheid, ja. Wie ist es bei euch, schon eure Eltern, eure Videos? Ich glaube schon. Wir schnacken da selten drüber, aber ich glaube schon, die gucken schon. Die gucken schon ab und zu. Ja, bei mir auch, Familie, alles, was nicht Gaming ist. Wenn es irgendwie ein Survival-Abenteuer ist, Fußballspiel oder sonst was, Vlogs oder Reisen, dann schauen die auch rein, ja. Schön. Ja, Max, du hast dich ja auch nach Seven vs. Wild direkt auch mit deiner Freundin verlobt. Hat sie denn mittlerweile auch einen Ring vom Juwelier oder trägt sie immer noch den Holzring? Sie hat auch einen richtigen Ring bekommen, ja, den selbst geschnitzten. Und nächstes Ja, 2025 heiraten wir dann, ja. Schön. Was habt ihr mit dem Holzring gemacht? Hängt er jetzt bei euch in der Wohnung? Der ist in der Schublade direkt. Ah, okay. Ja, schön. Flo, Sascha, ihr seid ja momentan jetzt nicht so in der öffentlichen Beziehung. Also Sascha, du bist gerade mit deiner Freundin zusammengezogen, aber da weiß man ja gerade nicht so richtig, wer das ist. Wie beeinflusst euer Job denn euer Datingleben? Ist es eine große Herausforderung, wenn man so in der Öffentlichkeit steht? Also mich nicht. Also das ist immer so ein bisschen das Vorteil. Also, aber ich glaube, das sieht auch jede Person anders. Du darfst da einfach nicht, keine Ahnung, du darfst da nicht irgendwie mit Vorsicht oder so. Also wenn du in so eine Beziehung reingehst, dann denkst du ja direkt schlecht über diese Person, dass sie halt nur mit dir zusammen sein möchte, weil du einen gewissen, es geht glaube ich gar nicht so um dieses Geld, sondern ich glaube, das hast du auch mal in einem Interview gesagt, Max, sondern es geht da um diese Gier nenne ich es jetzt einfach mal überspitzt, dass die Leute einfach auch gerne mal im Stream Hallo sagen möchten oder so. Aber das, nee, habe ich gar nicht. Also ich schätze mich da als Person und meine Menschenkenntnis gut ein, dass ich das irgendwie genau weiß, ob eine Person irgendwie wirklich Interesse an mir hat. Also ich habe da gar keinen, nö, ich fühle mich da null eingeschränkt, gar nicht. Ich mich auch nicht. Ich glaube, da hast du auch genau die drei Falschen dafür. Es gibt natürlich Kollegen, die sind jede Stunde mal in den DMs auf Instagram und dazu zähle ich weder Flo noch Max noch mich. Okay. Ja, Sascha, ich finde zum Beispiel, dich erkennt man auch kaum wieder, wenn du jetzt keine Cap trägst und stattdessen eine Brille. Geht dir stattdessen manchmal absichtlich so anders gestylt in die Stadt, um nicht erkannt zu werden? Max, sag du mal gerne. Ja, ich finde, Max sollte die Frage beantworten, ja. Ja, also ich trage eine Cap tief ins Gesicht, gerne auch mal eine Brille und manchmal noch eine Kapuze drüber. Aber und damit ich schon an der Kamera bin. Und dann habe ich aber noch eine kurze Hose an, weil ich irgendwie keine lange gefunden habe. Und dann erkennt man mich trotzdem, weil mich alle angucken, warum hat der Typ bei 5 Grad eine kurze Hose an, ja. So laufe ich manchmal rum. Nee, bei mir ist es, also ich kann es für mich beantworten, bei mir ist es gar kein Stress. Natürlich mit Cap nach hinten und Cap nach vorne ist nochmal was anderes, weil die Leute vielleicht auch auf den ersten Blick denken, oh shit, das ist Trettmann. Vor allem noch, wenn die Sonnenbrille auf ist. Aber ja, ansonsten habe ich da jetzt nicht so, ist egal, wie ich rausgehe. Ja, ich habe es eigentlich auch nicht. Was ich mache, aber das hat gar nichts damit zu tun, ist, ich bin ja eigentlich Brillenträger, aber ohne Brille sehe ich auch gut. Also ich kann auch ohne Brille rumlaufen und manchmal lasse ich bewusst die Brille weg, damit ich einfach so einen Tunnelblick habe. Dann gehe ich in die Stadt und dann gucke ich, dann möchte ich auch irgendwie gar keine Menschen angucken, weil ich dann für mich sein möchte und dann lasse ich bewusst die Brille weg. So, das ist aber auch okay, wenn ich dann angesprochen werde, das ist nicht schlimm, aber um bewusst irgendwie Menschen nicht in die Augen zu gucken, sondern einfach nur durchzugehen, lasse ich meine Brille weg. Ja, das mache ich. Ja, auch der da_bene08 hat gefragt, wie geht ihr damit um, ständig in der Öffentlichkeit zu stehen und immer genau überlegen zu müssen, was ihr sagen dürft und was nicht? Und würdet ihr euch manchmal wünschen, nicht so bekannt zu sein? Also,
Ich fange mal mit mir an. Ich glaube, dass ja der Freundeskreis und die Familie einen krass prägt und auch die Vergangenheit. Und dann weiß ich, okay, ich habe gute Freunde, ich habe gute Familienverhältnisse. Das heißt, ich bin schon mal jetzt nicht so unterwegs, dass irgendein Take von mir kommen kann, der dermaßen daneben ist, dass einen Tag später ich zurückrudern muss, was schon mal von Vorteil ist. Und dementsprechend glaube ich, dass ich jetzt nicht aufpassen muss, was ich in der Öffentlichkeit sage. Ich glaube, das zählt schon fast wieder auch für uns alle drei. Da sind wir auch sehr ähnlich. Da kann nichts kommen. Und jetzt irgendwie zu sagen, yo, ich will nicht bekannt zu sein. Also ich meine, ich habe ja bewusst dann angefangen, Videos hochzuladen, indem man mich sieht, also wie ich einfach aussehe, ohne Maske, ohne gar nichts. Und wer das macht, also der findet, also klar, jetzt vor der Haustür ist doof, im Haus ist doof, aber alles, was sonst in der Stadt und darüber hinaus geht, ist ja einfach auch cool, wenn man Zuschauer trifft und auch noch ein bisschen mit denen quatschen kann und interagieren kann. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich würde auch jetzt nichts anders machen. Ja, so aufpassen, was zu sagen, suggeriert ja auch so ein bisschen, dass man privat immer über die Stränge schlägt. So, oder ne, so ist es gar nicht. Natürlich ist man, das glaube ich, kann jeder unterschreiben, man ist so auch in einem Stream oder so ist man auch mal immer anders als so mit seinen Freunden, so ein bisschen einfach, man kann da auch mehr ich sein. Aber ich muss nicht aufpassen. Also, nö, ich habe auch da fühle ich mich nicht eingeschränkt. Kann ich jetzt nicht so sagen. Tatsächlich. Ohne dass ich, glaube ich, Gesicht gezeigt hätte beim Zocken, wäre nicht der Erfolg gekommen. Einfach weil ohne Facecam es wahnsinnig schwer ist, mit Gaming durchzustarten. Aber die es dann geschafft haben und groß sind, beneide ich die schon. Das ist schon. Man könnte ja auch nicht gerne ganze Events mitmachen und so, das ist natürlich auch doof, die müssen immer zu Hause bleiben. Aber so ein German Let's Play, Stegi, Basti, die haben ja den ganzen Erfolg mit Gaming, ohne dass man weiß, wie die aussehen, das ist schon ziemlich cool. Hat dann auch starke Vorteile, ja. Ist cool. Ah, da habe ich auch einen Hot-Take zu. Ich stelle mir das auch gut vor. Ich stelle mir das aber auch wahnsinnig stressig vor. Ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor, immer darauf zu achten, dass dich jetzt vielleicht eine Person an der Kasse nicht an deiner Stimme erkennt oder so. Ich bin auch happy, so wie es ist. Ich möchte nicht tauschen. Ich finde das gut. Ich würde gerne mal für eine Woche tauschen und mal gucken. Mal gucken, das ist schon wie das krass. Ist. Du läufst einfach raus und keiner erkennt dich. Stimmt. Obwohl du Millionen Abonnenten hast. Das ist schon krass. Ja, ich glaube, der große Vorteil ist einfach, es ist scheißegal, wie du aussiehst. Du kannst ungeduscht reingehen. So. Ich meine, ich gehe jetzt auch ungeduscht in die YouTube-Videos, aber du siehst halt aus, du kannst aussehen, ja, wie du möchtest und gehst einfach live. Aber darf ich auch noch einen Take? Und ich glaube, Max, du hast am meisten bei Projekten und sowas teilgenommen. Manchmal wächst du dann auch über deine eigene Person hinaus, gerade wegen Events von anderen. Und da kannst du halt auch nur teilnehmen, wenn man dich erkennt. So. Und das hält dich halt einfach die ganze Zeit zurück, weil du halt erfolgreich bist, solange du halt am Schreibtisch sitzt ohne Facecam. Mhm. Stimmt. Ja, kannst keinen Boxkampf machen, keine LAN-Partys, keine Survival-Abenteuer. Wenn man nicht weiß, wie du aussiehst, geht das natürlich alles nicht. Wer von euch wird denn am meisten erkannt in der Öffentlichkeit? Max. Safe Max. Ja, die Leute erkennen mich auch irgendwie in meiner Gangart oder in meiner, die Leute, Flo, Sascha sagen auch am Körper und alle Leute, aber das verstehe ich nicht. Da läuft so irgendwie BMX-Fahrer, springt an mir vorbei von so einer Wand im Flug, erkennt er mich, obwohl ich eine Kapuze bis hier trage. Ich check's nicht, ja. Ja, ja. Safe, Max. Cool. Wir würden jetzt noch mal ein bisschen in eine letzte Runde, so eine kleine Spielrunde noch mal gehen. Und zwar spielen wir jetzt eine kleine Runde Wer würde eher? Kennt ihr bestimmt das Spiel? Brauche ich nicht erklären, oder? Ja. Okay, top. Wer würde eher all seine Social-Media-Accounts löschen und untertauchen? Das ist tatsächlich ein Kopf. Ja, das ist ein Kopf an Kopf zwischen Flo und mir. Ja, Max glaube ich nicht. Boah, ich würde eher sagen, ich glaube, ich würde eher zu Sascha tendieren. Ich tendiere zu Flo tatsächlich. Okay, krass. Ja, okay. Ich tendiere auch zu Flo. Okay, bin ich's. Ist okay. Wer würde eher mit Mitte 30 ein Haus, Kind und Rennradleben führen? Max. Max. Warum? Weil du das machst bald. Ja, also du bist einfach auch ein bisschen Boomer, Diggi. Sorry. Also das ist wirklich, der Rennrad, Max, der kommt noch mit engen Hosen, engen Fahrradtrikot, das bist du einfach, ne? Ich hasse Fahrradfahren und Häuser. Ja, das kommt ja noch. Der Mitte 30, weißt du, das sind ja noch ein paar Jahre. Gut. Bis dahin ist ja noch viel Entwicklung. Gut, vielleicht, ja, okay, gut. Okay. Wer würde eher im Podcast über ein Thema reden, von dem er gar keine Ahnung hat? Auch, da habe ich meine Antwort. Ich auch. Ganz klar, Sascha. Max. Ja, Max. Okay, und noch eine letzte Wer würde eher Frage von der Community, und zwar von Luca Bern. Er hat gefragt, wer von euch bei einem Format wie The Race am ehesten gewinnen würde.
Kennt ihr The Race? Ja. Von Dave. Boah. Also ich würde auf jeden Fall hart letzter werden. Aber Flo und Sascha, die sind da beide ziemlich gut. Ich glaube, ja, ich glaube, gute Frage. Ich glaube, Flo und Sascha sind sehr gut beide. Ich glaube, Flo und ich sind auch ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, bei so einem Format, ich glaube, ich gehe tatsächlich mit mir selber, weil ich glaube, ich springe da wirklich über den Schatten und frage da jeden und alles, egal ob Zeichensprache hier, da, mit Füßen, mit Händen, ich weiß es nicht, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Ich würde auch Sascha nehmen. Sascha, ich und dann Max, glaube ich auch. Aber Max hat auch Ehrgeiz. Ich glaube, das ist nicht so. Nee. So danach klar. 2 Euro fragen und weil noch ein Ticket fehlt oder sowas, das habe ich unfassbare Hemmungen. Okay. Und dann Leute anfragen, mit Anhalter mitfahren, das. Auch im Format würde ich da große Schwierigkeiten haben. Okay. Ja, okay. Dann war es das auch schon. Ja, vielen cool, Dank. Danke. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Ja. Und vielleicht sehen wir uns ja bei eurer Podcast-Tour. Ja, hoffentlich. Genau. Hoffentlich. Kauft gerne Tickets. Stuttgart. Machen Stuttgart wir. Sind noch ein paar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei StuggiTV.